Freunde, es geht um ein ernsthaftes Thema. Waldbrände in Portugal. Vor 4 Tagen saß ich hier auf diesem Felsen und habe gesehen, wie ein Feuer gerade mal 4,2 Kilometer auf mich zurast. Es brennt richtig. Ich beobachte hier die ganze Zeit das Feuer und mache mir jetzt gerade einen Fluchtplan. Es regnet schon Asche und ich habe verdammt Schiss. Es hat sich schon herausgestellt, dass das alles Brandstiftung war. 7 Leute wurden bisher verhaftet und in diesem Video will ich ein bisschen auf das Punkt eingehen, was ich denke, was dahinter steckt und außerdem, wie es auch für mich persönlich war, so nah einen großen Waldbrand zu haben. Die meisten von euch kriegen wahrscheinlich erstmal große Augen, wenn sie das Wort Waldbrand hören oder Waldbrände allgemein. Dabei ist das eigentlich was relativ Normales, vor allem hier im Süden, Spanien, Portugal, Griechenland gibt es jährlich 300 bis 400 Feuer in jedem einzelnen Land. Ich lebe jetzt seit 4 Jahren hier in Portugal und habe jedes Jahr das Feuer immer beobachtet. Das ist was ganz Normales hier, dass man immer die Feuer im Auge hat. Da gibt es die Webseite focus.pt, da zeige ich euch später noch ganz genau Screenshots, die ich die ganze Zeit gemacht habe. Dort kann man wirklich live sehen, wie viele Feuerwehrleute sind an welchem Feuer. Ist es farblich markiert? Ist das Feuer gerade richtig aktiv und wild? Brennt es noch, aber wird kontrolliert oder ist es gelöscht? Kann man alles über die Karte zu jeder Zeit live sehen. Und vor allem als Landbesitzer, der ein Stück Natur besitzt, gibt es einige Gesetze, wie zum Beispiel die Büsche wegschneiden, um Waldbrände zu verhindern. Das klingt in der Theorie erstmal ganz simpel und einfach und auch verständlich, aber in der Realität wird das kaum durchgeführt, vor allem für die Großlandbesitzer. Ich besitze hier 28.000 Quadratmeter und wenn ich hier jedes Jahr das Land reinigen müsste, dann bräuchte ich mindestens 3 bis 4 Arbeiter, die das hier jedes Jahr machen, weil zum Beispiel die ganzen Gebüsche müssten weggeschnitten werden. Bäume müssen bis auf 2 Meter, meine ich, geschnitten werden. Und zwar ist das Ziel dahinter, zu verhindern, dass die Bäume anfangen zu brennen. Das heißt, wenn man hier den Baum beschneidet, ist die Hoffnung, dass falls ein Waldbrand kommt, dass das ganze Laub und Gebüsch auf dem Boden schnell verbrennt, das Feuer praktisch weiter wandert und der Baum niemals anfängt zu brennen. Für Hausbesitzer gibt es außerdem noch das Gesetz, dass 5 bis 10 Meter um das Haus herum kein Baum stehen darf und die Zufahrtsstraße immer fahrbar sein muss. Und ich meine dort 2 oder 3 Meter neben der Straße müssen auch alle Bäume gefällt werden. Und wer sein Land so säubert, wie es das Gesetz vorschreibt, wird jede Menge an Schnittresten haben, wo man teilweise dann verbrennen muss, weil man sonst keinen Platz hat. Und Feuer sind nur im Winter erlaubt, von Oktober bis April. Es fängt mit dem ersten Regen an und hört mit dem letzten Regen auf. Da gibt es auch eine Seite, beziehungsweise das ist von Region zu Region unterschiedlich. Wir wissen, der heiße Süden brennt eher wie der kalte Norden. Und daher, wenn man sein Land säubert, muss das im Winter gemacht werden und im Winter auch die Schnittreste verbrannt werden. Das zählt natürlich auch bei Lagerfeuer. Lagerfeuer sind nur im Winter erlaubt. Ich bin jetzt aber kein Experte, was Gesetze angeht, deswegen informiert euch da selber drum. Ich werde in diesem Video jetzt alles sagen, meine Erfahrungen in den 4 Jahren. Vor allem auch, wie ich hier persönliche Erfahrungen mache, wie Waldbrände entstehen und was auch die Feuerwehr dazu sagt. Es gibt ein sehr spannendes Interview in YouTube. Ich schaue, dass ich euch das raushole und hier verlinke oder beziehungsweise in der Videobeschreibung. Dort geht der Präsident nochmal genau ein, warum hier so viele Feuer entstehen, warum das jetzt auch die letzten Jahrzehnte angestiegen ist. Es gibt ja die laufende Klimapropaganda, wie ich das gerne nenne, die behauptet, dass die Waldbrände aufgrund der Erderwärmung zunehmen, aber das ist absolut nicht beweisbar, das kann man nicht belegen. Der Feuerwehrpräsident aus Coimbra, aus dem Norden, sagt zum einen, ein großer Punkt ist die Demoralisierung, dass die Leute in die Städte ziehen und nicht mehr auf dem Land leben. Weil früher war es ganz normal, dass jeder Ziegen hatte, Pferde, alle, die hier das Laub aufgefressen haben. Somit haben die Tiere dann Brandschutz gemacht. Das heißt, man muss dann nichts mehr schneiden, man muss auch keine großen Lagerfeuer machen. In der Regel waren die Länder dann in der Natur auch belebt, somit waren die Straßen immer in Ordnung und die Feuerwehr konnte auch überall hinfahren, wo sie wollte. Jetzt nach 50, 60 Jahren, wo die Menschen in die Städte ziehen, hat die Feuerwehr teilweise keinen Zugang mehr zu gewissen Brandgebieten und vor allem die gefährlichen Gebiete, wo man hin muss. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Dann hat auch dieser Feuerwehrpräsident von Coimbra ganz klar gesagt, Brandstiftung hat in den letzten 10 Jahren sehr stark zugenommen. Und warum sollte jemand Brandstiftung machen? Also ich sag mal, im kleinen Stil könnte man es machen, um Versicherungsbetrug durchzuführen.
Also man kann es machen, wenn man sich ein Land kaufen will und es billiger haben will, dass man es vorher anbrennt und somit alles, was drauf war, praktisch kostenlos ist und nicht mehr verkauft werden kann. Es ist sehr oft Familienstreits, dass zum Beispiel ein Land einer ganzen Familie gehört, die Familie will es verkaufen, aber eine Person will es behalten und die ist dann so stinkig und brennt es dann an. Dann natürlich Tourismus, Leute, die die Feuergefahr bei 43 Grad im Schatten nicht richtig einschätzen können. Da reicht wirklich eine Glasscherbe, ein Kippenstümmel, wenn man mal kurz abascht. Also das geht wirklich verdammt schnell, wenn es 43 bis 45 oder ich sag mal 40 plus Grad hat. Dann habe ich mit eigenen Augen schon einen älteren Portugiesen gesehen, ich schätze mal um die 60 Jahre, der sein Land gesäubert hat, die Äste von den Bäumen abgeschnitten hat. Und dann wirklich 2 Meter neben den Bäumen ein riesen Lagerfeuer gemacht hat. Die ganzen Schnittreste verbrannt und auch dort kam dann die Feuerwehr und hat es direkt gelöscht. Und auch solche Sachen wie Lagerfeuer nicht ausmachen, ich sag mal die Dummheit von ein paar Menschen, führt ganz schnell auch zu Waldbränden. Das sind alles Erfahrungen, die ich in den letzten 4 Jahren gesammelt habe. Noch dazu muss man auch sagen, Kettensägenbenutzung oder elektrisches Werkzeug, auch diese Rasentrimmer, wenn man da mal gegen einen Stein kommt, kommen schnell Funken und auch das kann Feuer auslösen. So ist es in den letzten 4 Jahren ganz normal gewesen. Wir haben immer die Feuer beobachtet. Bisher waren wir verschont. Statistisch gesehen ist hier alle 7 bis 9 Jahre ein Waldbrand und jetzt gab es hier seit 11 Jahren keinen Waldbrand mehr. Somit wäre es statistisch eigentlich logisch gewesen, dass dieser Waldbrand, der jetzt ganz knapp an uns vorbei ist, auch hierher gekommen wäre. Aber zu diesem Waldbrand muss man viel, viel Skepsis haben, würde ich behaupten. Es hat sich hier um eine hohe kriminelle Brandstiftung gehandelt. Es wurden schon 7 Leute verhaftet, darunter eine Frau. Hier gibt es einen Einheimischen, der uns erzählt hat, dass er jemanden gesehen hat, wie er eine Taschenlampe aus dem Auto geschmissen hat. Ich weiß nicht genau, wie daraus ein Waldbrand entstehen soll und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass hier eine große organisierte Kriminalität im Norden Portugals stattgefunden hat. So, dann kommen wir jetzt zu meiner persönlichen Erfahrung, meine persönlichen Gedanken, wie das alles emotional auch für mich war. Wie ihr seht, es regnet bereits. Es ist jetzt 10 Tage her, wo bei uns die Alarmglocken angefangen haben zu ringen. Kleiner Side-Fact nebenbei, hier gibt es übrigens kein Alarmsystem oder sonst was. Also wenn evakuiert wird, dann kommen die Feuerwehrwagen mit Sirene und die Sirene, die sollte man dann hören. Aber ja, ich möchte jetzt darauf eingehen, wie das alles für mich war. Dazu machen wir erstmal einen kleinen Rückblick auf den Sommer bzw. dieses Jahr. Weil ich muss sagen, dieses Jahr waren wir alle viel beruhigter, was Waldbrände angeht und so weiter. Also gerade jetzt, wo die Feuer entfacht sind, hat kaum einer von uns irgendwie Gedanken an Waldbrände gehabt. Wie ich anfangs erklärt habe, sind Waldbrände relativ normal. Und je nach Jahr, ob es ein heißes oder ein trockenes Jahr war, achten wir dann halt natürlich drauf. Wenn wir eine Woche haben von 40 Grad, dann gucken wir da eher drauf. Wenn es aber jetzt so Wetter wie jetzt hat, dann gucken wir da eher nicht drauf. Und deswegen war das sehr, 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 sehr seltsam. Weil wir hatten auch, wo das erste Feuer entfacht ist, ich glaube gerade mal 25 Grad sowas. Also überhaupt kein typisches Wetter für Waldbrände. Und dann kam aber ganz plötzlich die Nachricht ein, wie viele Waldbrände ganz plötzlich entfacht werden. Also es war wirklich schlagartig von heute auf morgen, obwohl es rein naturgesetzmäßig komplett unlogisch war, dass es jetzt viele Waldbrände gab. Vor 10 Tagen hat es ganz weit hinten angefangen zu brennen. Man wusste aber auch schon nach einem halben Tag, nach 12 Stunden, dass es ein großes Feuer sein wird. Und dementsprechend haben wir das dann auch in den Augen gehabt und dann waren das keine 12 Stunden später. Ich glaube, das eine Feuer wurde irgendwann um 21.30 Uhr entfacht und das nächste dann 1 Uhr nachts. Und das, was nachts entzündet wurde, das war das, was dann hier verdammt nah rankam. Und das haben wir dann beobachtet und dann war es echt soweit, dass ich einfach mal Google Maps die Route eingegeben habe zu dem Feuer. Und es mir dann irgendwas mit 7 Kilometer, irgendwie 9 Minuten Fahrzeit angezeigt hat. Und dann hat bei mir echt die Angst begonnen. Es brennt richtig. Ich beobachte hier die ganze Zeit das Feuer und mache mir jetzt gerade einen Fluchtplan. Es regnet schon Asche. Und ich habe verdammt Schiss. Da sind 2 Riesenfeuer von rechts und links. Und es brennt richtig. Das sieht aus wie ein Vulkan.
Mir echt die Angst begonnen, das muss ich ganz klar sagen. Da, ab dem Zeitpunkt habe ich mich so komisch leer gefühlt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in so einer Situation war, dass wirklich ein Waldbrand auf einen zukommt. Das ist so surreal für mich gewesen. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es Panik nennen kann oder sowas, aber ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, irgendwie hier meine Sachen zu packen und zu flüchten oder sowas. Das Einzige, wo ich die ganze Zeit dran gedacht habe, ist, dass wenn das Feuer kommt, dass ich halt noch Zeit habe, in mein Auto zu gehen und wegzufahren. Und so sieht es hier jetzt schon seit 3-4 Tagen aus. Noch viel, viel schlimmer. Ich muss sagen, ich hatte jetzt vor 2 Stunden meine erste Flucht, weil dieses Feuer weiter rechts, nicht mal 2 Kilometer entfernt, ist ein Feuer entstanden. Und jetzt habe ich mein Land verlassen, ja, hab und gut genommen, was ich da hatte, und bin weggefahren. Und jetzt haben die es wieder gelöscht. Jetzt sind wir wieder zurückgekommen. Jetzt ist es wieder am Brennen. Also echt unglaublich, wie viele neue Feuer hier die ganze Zeit entstehen. Wir sind hier im engen Kontakt mit der Gruppe. Ihr wisst, da unten leben 100 Menschen. Wir sind alle sehr eng mit der Feuerwehr auch vertraut. Die ruft uns sogar an und informiert uns, ob das Feuer in unsere Richtung geht. Aber ich muss sagen, ich fühle mich so leer gerade. Ich weiß nicht, wie ich das alles handhaben soll. Wir haben hier Nachtwache vorgestern gehabt. Da habe ich das Feuer gesehen mit meinen eigenen Augen. Und ich blende euch mal Bilder ein. Das sah echt aus wie ein Vulkan. Das war echt krass. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll und was ich euch überhaupt zeigen will, weil ich werde da jetzt nicht zum Feuer fahren und euch das zeigen, nur für euch. Aber jetzt warte ich die ganze Zeit. Schon seit 2 Tagen warten wir, bis es sich beruhigt, und so richtig wissen, was ich jetzt hier tun kann und ob ich abfahrbereit sein soll und wie das alles abläuft. Sehr, sehr spannend. Ich melde mich die Tage wieder oder nächste Stunde oder wann auch immer. Aber jetzt zum Beispiel mit meinen persönlichen Gegenständen war das mir alles komplett egal. Im Prinzip eigentlich auch mit meinem Land. Das war einfach nur so eine Leere in mir, die ich kaum beschreiben kann. Und wir haben hier eine Telegram-Gruppe mit den Leuten zusammen, die hier wohnen. Ihr wisst ja, ich lebe hier mit ca. 60 bis 80 Leuten auf fast 1 Million Quadratmeter. Im Prinzip das ganze Valley ist von uns bewohnt und also die Feuerwehr sehr froh drum, und wir sind auch ganz eng im Kontakt mit der Feuerwehr gewesen. Schaut euch da am liebsten das letzte Uncut-Video an, da bin ich da nochmal genauer drauf eingegangen. Aber als das Feuer dann auf uns zukam, haben wir auch entschieden, eine Nachtwache zu machen. Ich war in der ersten Nacht um 3 Uhr nachts dran, und da habe ich dann auch das erste Mal die Flammen von meinem eigenen Land gesehen. Das heißt, ich bin 3 Uhr nachts dann hier hingelaufen, habe mal kurz geguckt und dann die Flammen gesehen. Ich sehe jetzt gerade in einem Screenshot. Das sieht für euch jetzt aus wie so ein kleiner orangener roter Punkt, aber ich habe das richtig als Flamme erkannt. Ich habe das mit dem Handy fotografiert und es war so brutal, das zu sehen, wie so ein Vulkan, und die Flammen, die müssen mindestens 10 Meter hoch gewesen sein. Ich kann mir das kaum vorstellen. Von so weitem habe ich die Flammen richtig weit hoch gesehen. Und genau, da haben wir dann Nachtwache gemacht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Glück, weil der Wind in die andere Richtung geht. Ich habe gestern das neueste Video vom Project Camp angeschaut, weil die sind genau auf der anderen Seite vom Feuer gewesen und die haben evakuiert und so weiter. Weil das war relativ lustig gestern anzusehen, wo er dann gesagt hat, zum Glück hat der Wind sich gedreht und das Feuer ist in die andere Richtung. Das war der Zeitpunkt, wo das Feuer zu mir gekommen ist. Das heißt, sein Glück war mein Pech. Und das war dann am nächsten Abend. Und dann habe ich das Feuer echt auf mich zurasen gesehen. Ich blende euch jetzt mal 2 Bilder ein. Das eine mit einem Abstand von 45 Minuten wurden die gemacht. Und da sieht man, dass das Feuer fast nur 45 Minuten gebraucht hat, um von der Bergspitze des nächsten Tales bis runter ins Tal zu kommen. Und dort wurde übrigens auch ein Brandstifter entdeckt, erwischt wirklich und verhaftet, ein 35-Jähriger, Silva de Baixo. Dort kennen wir auch einige Leute, dort kennen wir einige Schäfer. Nicht weit weg von dort ist auch eine Community, die wurde dann tatsächlich auch evakuiert. Sie haben ihnen eine Schule bereitgestellt, sie hätten in einer leerstehenden Schule schlafen können.
Aber wir haben sie dann auch hier überall aufgenommen und ja, das war echt extrem. Da muss ich echt sagen, das hat sich so angefühlt, als wäre das Feuer da. Es hat auch Asche geregnet. Puh, ich bin gerade aufgewacht, es ist 7 Uhr morgens. Schaut euch mal mein Auto an. Ist voller Asche. Ich habe gestern hier noch bis um 1 Uhr nachts gesessen. Eigentlich nur im Handy, habe geguckt, was die Leute schreiben, weil niemand hat mir irgendeine Sicht gehabt. Aber wir haben jetzt eine Karte gefunden, wo man gut erkennen kann, wo es zurzeit brennt. Aber ich rieche jetzt noch richtig, richtig den Rauch. Und die Asche gestern, ich bin mit der Taschenlampe rausgegangen. Und ja, ich habe nur Asche regnen sehen. Jetzt hat es in der App angezeigt, seit 45 Minuten ist das Feuer unter Kontrolle. Und ja, das ist schon erschreckend. Wir haben gerade 11 Grad. Mir ist auf jeden Fall kalt. Aber Daumen drücken, dass jetzt alle Feuer unter Kontrolle sind. Ich glaube, jetzt gibt es gerade nur noch 10 oder 11 aktive. Müssen wir im Auge behalten. Dadurch, dass der Wind auf uns zukam, hat man das Feuer dann irgendwann gar nicht mehr gesehen, sondern man war nur noch in der Rauchwolke. Und das hat mir richtig Angst gemacht. Und das war dann auch ein Punkt, wo ich jemanden angerufen habe. Schade, dass ihr es jetzt nicht seht, auf der anderen Talseite. Da wohnt ein sehr guter Freund von mir, von Aya Healing Center. Ich mache euch mal hier ein bisschen Werbung. Dort arbeite ich jetzt und helfe dort auch aus. Und habe ihn dann mal um 8 Uhr angerufen und dann war ich erschrocken. Er wusste nichts von dem Feuer. Beziehungsweise er wusste, dass es da ist, aber nicht, wie knapp es ist. Dadurch, dass er auf der anderen Talseite ist, konnte er nichts von dem Feuer sehen. Er hätte sich umdrehen müssen und irgendwie hoch in den Himmel gucken müssen, um die Rauchwolke zu sehen, aber er hat davon nichts gewusst. Da habe ich ihm ein Bild geschickt, da habe ich ihm live ein Foto geschickt und ja, dann haben wir zu zweit Angst gehabt. Aber ich muss sagen, das ist echt ein gutes Gefühl, hier noch Freunde und Unterstützung zu haben und auch zu wissen, dass die Feuerwehr uns jederzeit Bescheid sagt. Wir haben hier Leute, die sind eng vertraut mit der Feuerwehr. War das echt erleichternd, aber diese Nacht habe ich kaum ein Auge zubekommen. Beziehungsweise, wenn man das ganz genau sieht, ich war in dieser Nacht, glaube ich, auch bis 2.30 Uhr oder 3 Uhr nachts wach. Und dann habe ich komplett durchgepennt, ohne einmal aufzuwachen, bis 7 Uhr morgens. Und das hat mir Angst gemacht, dass ich so tief gepennt habe. Weil ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, direkt wach gewesen und geguckt und habe dann aus dem Auto nur die Asche runterfallen sehen. Mein Auto war mit einer Ascheschicht bedeckt. Das heißt, ich bin sofort mit Panik aufgewacht. Nicht richtig mit Panik, aber so direkt aufgewacht und geguckt, wo brennt's, was macht das Feuer und so weiter. Und ja, ich bin dann fluchtartig direkt in die Stadt gefahren. Ich habe mir erstmal in der App wieder die Feuer angeguckt. Es hat sich alles geregelt gehabt. Das war nicht so schlimm, wie ich von ausgegangen bin. Und bin dann auch durchs Feuer gefahren, wollte gucken, wie weit das weg ist. Und das ist hier um die Ecke. 4 Minuten Fahrweg. Und so knapp ist mein ganzes Land abgebrannt. Das ist echt krass. Jetzt mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie ich das im Sommer hier weiterführe. Ich werde auf jeden Fall mehr Feuerlöcher hierher machen. Mit dem Land reinigen muss ich gucken, weil ich bin halt ein Naturfreund. Die Büsche, die Gräser, die sind sehr wichtig für alle möglichen Insekten, für Spinnen, für Vögel auch und so weiter. Deswegen von diesem Motto, das Land zu reinigen, bin ich jetzt kein großer Fan. Und ich will auch nicht in der Angst leben. Ich will einfach nicht in der Angst leben, dass ich immer im Hinterkopf habe, ein Feuer könnte kommen. Bin mal gespannt, wie das ist. Weil, wie ihr wisst, das war jetzt Brandstiftung, das war jetzt nichts Naturgemachtes oder von der Natur. Und genau, dann würde ich jetzt auch mal sagen, wir reden ein bisschen über Brandstiftung. Auch hier habe ich schon viel im letzten Uncut-Video darüber geredet, weil hier kann man jetzt einfach nur spekulieren. Man kann einfach nur Theorien aufsetzen, man kann einfach nur hoffen, dass es auch aufgedeckt wird. Aber ich denke mal, seit 2020 wissen alle, dass man den Medien allgemein erstmal nicht vertrauen kann, ob es jetzt die alternativen Medien sind oder die öffentlichen Medien. Deswegen, wenn ich solche Berichte lese, wie ich euch jetzt einblende,
gehe ich das alles sehr, sehr neutral an. Ich glaube das jetzt nicht und ich glaube das auch nicht. Von daher macht euch selbst eure Gedanken, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr dazu irgendwelche Informationen habt, falls ihr Vermutungen habt, wieso man sowas Abnormales macht. Meine persönliche Vermutung, ihr wisst, ist, dass es jetzt wieder ein großer, großer Plan der Lobbyisten ist. Und zwar zum Lithium abbauen. Dazu eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Vor 2 Jahren war ich auf einer politischen Veranstaltung. Wir haben uns hier in der Community zusammengetan, weil Portugal mit der Ukraine und Tschechien die größten Lithiumländer Europas sind. Portugal ist, meine ich, das allergrößte. Und Ukraine das drittgrößte, glaube ich, und Tschechien das zweitgrößte. Irgendwie sowas, guckt da am besten mal nach. Auf jeden Fall ist Portugal eines der reichsten Lithiumländer und hat vor 2 Jahren riesengroße Gebiete, 7x 1000 Hektar. 1000 Hektar, das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Auf jeden Fall wurden die schon praktisch erkundigt. Das heißt, die australische Firma, die war schon in Portugal, die hat Bodenproben genommen. Und hier in Portugal haben wir lauter Quarzsteine, die ich jetzt hier gerade keinen sehe, die reich an Lithium sind. Und gerade der Norden ist relativ unbewohnt. Das heißt, zum Lithiumabbau für die Lobbyisten kann man sich da ganz schnell und einfach einen riesen Berg für 1 Million Euro kaufen. Den abholzen lassen für eine weitere 1 Million Euro und dann einen riesen See buddeln, weil zum Lithiumabbau muss man durch Steine bohren und um durch Steine zu bohren muss man das kühlen mit Wasser permanent. Das heißt, man braucht einen ganzen See oder einen Fluss, um diese Maschinen zu kühlen. Das heißt, es wäre ein riesen Umweltschaden. Und bei dieser politischen Veranstaltung, wo ich vor 2 Jahren war, habe ich in Deutschland eine Lithiumfirma kontaktiert. Kleiner Sidefact, auf der ganzen Welt gibt es nur 2 große Fabriken, die in der Lage ist, massenweise zum Beispiel Tesla-Batterien zu recyceln. Und wir sind zu dieser politischen Veranstaltung gegangen mit dem Wissen, die Lobbyisten werden nicht einfach sagen, okay, hier ihr lieben Hippies oder was auch immer, wir lassen euch den Berg und wir verzichten auf 2 Milliarden Euro. Man muss denen eine Alternative bieten. Das heißt, wir haben verschiedene Ideen aufgestellt, sind zu dieser politischen Veranstaltung. Ich meine, da waren 3 Bürgermeister aus der Umgebung und alles voller, also da war auch die Presse, die Zeitung und so weiter. Ich selbst war auch dort im Hemd und schick angezogen und so weiter. Und das haben wir dort dann präsentiert, haben die Zustimmung von den Bürger, haben von allen die Zustimmung bekommen, also wirklich. Und unsere Idee war es, anstatt dass man hier Lithium abbaut, dass Portugal eine Recyclingfirma baut. Dass sie praktisch eine der ersten der Welt ist und somit recycelt, statt Berge zu zerstören und die Natur und so weiter. Aber der Bürgermeister hat damals ganz klar gesagt, er ist auf unserer Seite, er ist auf der Seite der Bürger, hundertprozentig unterstützt er uns. Er hat da wirklich 2 Minuten lang Gutes über uns geredet. Und hat uns dann aber erklärt, dass er keine Macht hat. Wenn die EU sagt, es wird Lithium abgebaut, dann wird Lithium abgebaut. Bürgermeister haben keine Entscheidungsmacht. Sie können damit diskutieren und so weiter, aber sie wissen ganz genau, wenn der Lobbyismus da ist, dann ist Stopp, dann ist Schluss mit Politik. Dann zählt nur noch der Lobbyismus. Und ich hoffe, dass vielen, vielen jetzt auch seit 2020 mal die Augen geöffnet wird, wie krankhaft gestört die Lobbyisten sind, die sogenannte Elite. Für mich Satanisten, wie auch immer. Also wenn ihr denkt, die Geschichte wiederholt sich nicht, wir hatten nicht nur 2 Weltkriege. Also ich hoffe, dass Leute anfangen mal Lobbyismus mehr zu verstehen und es nicht zu unterschätzen. Wir wissen, der 11. September war jetzt nicht lange her, der Jahrestag, war eine Aktion, die man hundertprozentig beweisen kann, dass diese Gebäude nicht durch Flugzeuge eingestürzt sind. Ich habe das bei 2 Professoren in der Uni richtig studiert. Wir haben bei einem Professor haben wir richtig die Gebäude uns angeschaut. Ich habe ja Ingenieurwesen studiert, das heißt auch sowas wie Schwerkraft und so weiter, alles haben wir da gelernt in Physik. Es ist schlichtweg unmöglich, dass die Häuser so einstürzen, wie sie sind. Zumal es auch nicht nur 3 Flugzeuge gab, sondern 4 Flugzeuge, bla bla bla. Ohne
bitte recherchiert einfach darüber nach. Ich finde es immer noch unglaublich, dass es Menschen gibt, die denken, der 11. September wäre ein Terroranschlag gewesen. Von Afghanistan oder was auch immer. Das war einfach nur ein False Flag der NATO, um an das weltweite Öl ranzukommen. Das war der Startschuss des Krieges in Afghanistan, das war der Startschuss der Flüchtlingskrisen, das war der Startschuss, dass Amerika das weltweite Öl eingenommen hat. Und jetzt denkt vielleicht jemand, oh, ich bin paranoid und so weiter, aber ich denke mal, der Großteil meiner Follower werden da zumindest mal ein bisschen Verständnis für haben und das alles neutral sehen. Und ja, jetzt läuft ja seit 2020 die Tech-Agenda. Das heißt, die großen Tech-Giganten wie Huawei und so weiter wollen jetzt die Weltmacht haben und Tesla und so weiter. Das heißt, die Autos sollen ja in der Zukunft nicht mehr mit Diesel fahren, mit dem umweltfreundlichen Diesel, sondern sie sollen jetzt mit dem umweltschädlichen Lithium um die Welt gebracht werden. Dazu noch mal kurz zu dem Thema, eine Side-Fact. Ich habe das Studienfach gehabt, Energiespeicher. Da ging es darum, herauszufinden, wie man Energie speichern kann, wie man bessere Autos bauen kann. Das erste E-Auto wurde ja irgendwann 1950, glaube ich, entwickelt. Und da, seither waren die Menschen so schlau zu wissen, dass Elektroautos kompletter Schwachsinn ist. Sie sind erstens schlimmer für die Umwelt wie Diesel. Sie können viel weniger an Reichweite. Und man ist gezwungen, sich kontrollieren zu lassen. Das heißt, jederzeit kann irgendjemand einen Knopf drücken und dein Auto ausschalten. Und ja, was braucht man dafür? Lithium. Jetzt haben sie die Welt schon zerstört, um einmal ins Öl zu kommen. Die guten, lieben Amerikaner. Jetzt haben sie das erreicht. Und jetzt sind zufälligerweise genau dort große Katastrophen, wo das ganze Lithium ist. Ich bin mal gespannt, ob bald was in Tschechien passieren wird. Also wenn bald in Tschechien irgendwie ein Krieg ausbricht, irgendwie was Seltsames ist, dann bitte habt mein Video im Hinterkopf und wisst, das ist sehr wahrscheinlich nicht naturgemacht. Es ist sehr wahrscheinlich nicht von irgendwelchen Arabern, von irgendwelchen Islamisten, die sich selber hochbomben wollen. Das ist alles gepusht. Und so wie diese Brandstifter hier bezahlt wurden, so wurden auch zum Beispiel, es gibt ja diesen einen Schauspieler, der bei Trump ins Kapitol eingerannt ist, wo die Medien dann berichtet haben, es waren Pro-Trump-Anhänger, die wegen Trump da irgendwelche Unfug machen wollten. Aber das war ein Schauspieler, der schon auf mehreren Demonstrationen gefilmt wurde, auf der Black Lives Matter, also es gibt auch die Antifa und so weiter. Das sind Menschen, die werden dafür bezahlt, sowas zu machen. Und es läuft natürlich alles hinterm Tisch, das ist alles hochkriminell, das ist illegal. Aber es ist auch verdammt einfach. Ich kenne mich ja ein bisschen mit dem Darknet aus. Ich hatte da vor 10 Jahren so ein bisschen mal hier und da ein paar Erfahrungen. Und sich einen Auftragsmörder zu bestellen oder einen Brandstifter ist so stinke einfach. Du brauchst nur Geld. Sag mal, für 1 Million Euro macht fast jeder alles. Und so ist auch meine Vermutung, dass das jetzt gerade hier passiert ist. Dass Brandstifter dafür bezahlt wurden, Riesengebiete zu verbrennen, damit man hier Lithium abbauen kann. Aber was bringt es Lobbyisten jetzt hier ganz Portugal abzubrennen, den Norden? Welche Vorteile haben sie dadurch? Stellt euch vor, ein Quadratmeter Eukalyptuswald kostet 10 Euro. Beziehungsweise, ihr habt schon in mehreren Videos gesagt, ich sage immer, ein guter Hektar zahlt mal 10 Euro auf den Quadratmeter, ein schlechter zahlt man nur 1 Euro auf den Quadratmeter. Jetzt sind hier Wälder, tausende Hektar an Eukalyptuswald. Wenn du das Stück Land kaufen willst, um Lithium abzubauen, kaufst du das Holz mit, du kaufst das Eukalyptusholz mit. Somit würdest du für 1000 Quadratmeter 10.000 Euro zahlen. Jetzt brennst du das aber ab. Jetzt zahlst du für diese 1000 Quadratmeter keine 10.000 Euro mehr, sondern noch 1.000 Euro. Das ist gerade mal 10%. Und jetzt rechnet das alles mal hoch in Milliarden, wie viel Geld man dadurch spart, wenn man alles einfach mal abbrennt. Der zweite Vorteil, man spart Millionen Euro an Kosten, um Straßen zu bauen, um Zugang zu bauen, um einen großen See für das Lithium-Abbaugebiet zu bauen. Das heißt, da sind schon mal die nächsten Millionen an Euros, die man spart. Der große Vorteil bei Waldbränden ist aber, dass die Wurzeln mit verbrennen. Das heißt, eine Straße zu bauen, da muss man nicht einfach nur einen Baum fällen, sondern der Baum ist praktisch schon gefällt und die Wurzeln mit rausgenommen. Und ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen,
Weil das Ding ist, ich bekomme hier jeden Tag neue Nachrichten zu hören. Das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus und so weiter. Deswegen denke ich, beende ich jetzt das Video hier. Informiert euch da sehr gerne selber über die portugiesischen Medien bzw. direkt über Leute wie mich. Weil wir wissen, was hier abgeht. Wir sehen es wirklich. Und die Medien, bin ich mir relativ sicher, dass sie jetzt viel darüber reden werden, dass sie die Brandstifter suchen werden. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass selbst wenn sie die Brandstifter finden, den ursprünglichen Akteur von dem Ganzen, die Lobbyisten, wenn nicht sogar die großen hohen Politiker, wenn die da nicht sogar dahinter sind, bin ich mir ziemlich sicher, die werden niemals gefunden.